Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Männerlords, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Sturm, was hoffentlich nicht zu solch einem katastrophalen Sturm ausartet, wie wir das vor kurzem in Frostpunk 2 sehen durften, im Sandbox-Modus. Das und andere Spiele auch, sehr lohnenswert, da mal reinzuschauen auf meinem Kanal, würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, zu Männerlords. Was ist denn hier los? Nicht genug Stallfläche. Anbindebalken oder Stall ausbauen, damit kein Viech davonläuft. Was? Könnte das denn passieren? Moment. Wir kommen gleich zu dem, was ich sagen wollte. Dax, vergiss nicht deine Rede. So, der Viehhandelsposten hat keine weitere Stallfläche. Okay. Hier gibt es Weidefläche. Stimmt, ich wollte den Anbindebalken schon die ganze Zeit zum kleinen Stall ausbauen. Auf geht's. Und dann hier gleich noch ein Anbindebalken her. Den wir dann auch wieder ausbauen können. Na? So, das passt schon. So, genau. Worauf ich hinaus wollte. Wir kommen jetzt langsam an einen Punkt hier in diesem Spielstand, wo wir mal schauen müssen oder wo ich dann mal schauen werde, ob es noch irgendwas gibt, was wir noch nicht gebaut oder ausprobiert haben. Wobei hier, ja gut, die Patchstation ist so eine Geschichte. Das wäre halt nur, wenn wir mehrere Regionen zur Verfügung hätten. So, Speicher haben wir. Gucken wir nochmal hier. Holzfällerlager, check. Brennholzhütte, check. Sägegrube, check. Forsthaus, Kohlemeiler. Ja, den müsste man, wenn, noch freischalten. Das wäre gar nicht schlecht, um Brennholz in Holzkohle umzuwandeln. Dadurch wäre die Brennstoffvorräte effizienter. Schlecht wäre es nicht. Müsste ich aber über einen zusätzlichen Entwicklungspunkt freischalten. Und dazu müssten wir uns von einer mittleren Stadt zu einer großen Stadt entwickeln. Und freilich haben wir ja noch das Gesamtziel hier im Spiel, dieses in Anführungszeichen Szenarios. Das da, glaube ich, war, eine große Stadt zu werden, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste selber nochmal nachgucken. So, Kohlemeile. Da hinten wäre noch das Bienenhaus. Das Bienenhaus ließe sich auch nur freischalten durch einen entsprechenden Punkt in der Entwicklung. So, im Bergbau haben wir das Steinmetzlager und die Abbaugrube, kennen wir. So, hier waren wir gerade schon. So, dann haben wir hier Leichengrube, brauchen wir nicht unbedingt. Holzkirche, Taverne, Brunnen. Was gibt es denn hier noch? Marktplatz haben wir. So, hier gäbe es noch die Brennholzkarren und die Lebensmittelkarren. Wollte ich ja nicht freischalten, geht auch über Punkte. Einfach, weil ich keinen Sinn drin sehe. So, Felder, Bauernhäuser, Weiden. So, Schafzucht, check, 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 Windmühle, Gemeinschaftsofen. So, dann hier, Färberei haben wir, Weberei, Gerberei haben wir, Melzer, Brennofen, Dorfschmiede, Rennofen haben wir auch. So, Handel, Handelsposten, Viehhandelsposten haben wir, Verwaltung. So, Siedlerlage haben wir nicht. Da müsste ich erstmal ein Territorium beanspruchen und dann könnte ich das besiedeln. So, da hält man Startvorräte und 5 Startfamilien. Wundervoll, tolles Starter-Set. So, kosmetische Dinge, ja, Buschwerk entfernen. Nicht spielrelevanten kleinen Büschen und Felsen. Und man könnte einen Bildstock bauen. Keine Baukosten. Rein kosmetischer Natur. Ja, passt irgendwo einer dazwischen? Ja, komm. Machen wir es unseren Bewohnern doch noch schön. Und wenn es nur auf dieser ganz kleinen Ecke sein sollte. Okay, also dazu bräuchten wir noch einen zusätzlichen Punkt. Und wir haben noch AA, die Räuber. Da warten wir mal, gucken wir mal, wie es da aussieht hier. Da fehlt Ausrüstung, aber wird ja alles importiert. Ich hoffe, ihr nehmt euch das dann auch weg vom Importstapel.
Warum denen jetzt allerdings Bögen fehlen, ist mir schleierhaft, weil ja genug da sind. Und warum haben wir immer noch so viele Kriegsbögen, obwohl wir die exportieren und der Bogner ausgeschaltet sein sollte? Oder ist er das nicht? Tischlerei ist deaktiviert, Bogner ist deaktiviert. Eigentlich könnten wir doch wieder einschalten, obwohl, warte mal, wir gucken mal, wie sieht es hier mit den Bedürfnissen aus. Hier geht es nichts weiter auszubauen, aber hier hatten wir ja einige Upgrades angestartet. Erstmal auf Stufe 2, erst noch auf Stufe, warte mal, Stufe 2, Stufe 1. Der ist schon auf Stufe 2. Okay, gucken wir mal, wie weit wir an der Stelle kommen. So, dann haben wir hier Stufe 1. Okay. Also das Szenario-Ziel möchte ich natürlich auch gerne erreichen. Die Räuber möchte ich noch erleben. Ja, und dann gucken wir mal, was dann. Also ein bisschen haben wir hier definitiv noch vor uns. Genug Stallfläche. Höchste Baupriorität. Geht mal los. Diese ganzen Söldnerkompanien, die könnte ich anheuern mit Schatzkammervermögen. Oh, wei, eine ganze Menge. 5 plus 82 sind 87. Don't be shy, good sirs and ladies. Passen denn hier so viele Familien hin? Oh, eine Ruine. Wieder aufbauen, bitte. Inhalt, ein Pferd wartet. Oh, zack, der kleine Stall ist fertig. So, hier reicht es dann für noch weitere zwei Viecher. Bestelle ich jetzt noch ein Pferd oder bestelle ich einen Ochsen? Drei Leute. Viehbestand 2. Komm. Ein Pferd, danach gibt es noch einen Ochsen. Guckt euch mal meine Schafherde an mittlerweile. Hinten der lange Trek nach Oregon mit den ganzen Karren. Okay, was ist hier los? Nicht genug Stallfläche. Schon wieder? Ah ja, weil ich gerade das neue Vieh bestellt habe. Und dann baut hier mal den Anbindebalken, aber zacki zacki.
wieder werden wir hier bestohlen. Leather, leather, perfect for boots. Mit der Nahrung, das ist auch. Warum läuft mit der Mühle hier nichts? Mit dem Gemeinschaftsofen. Wahrscheinlich haben die ganze Ernte. Ach, jetzt sehen die hier schon wieder fürs nächste Jahr. Obwohl das völliger Quatsch ist, das in diesem Jahr zu machen. Okay, aber es ist egal. Das, warte mal, das müssen wir auch mal umstellen. Also Gerste. Gerste, Brache, Gerste. So, hier. Weizen. Brache, Weizen. So, Flachs. Brache, Flachs. So, und die Felder. Ja gut, ist dann Gerste. Nach Gerste kommt wieder Weizen. Und hier ist Weizen. Und nach Weize kommt wieder Gerste. Weize. Ah. Okay, wahrscheinlich ist das Bauernhaus Lager voll. Nee, geht. So viel ist es gar nicht. So, weitere Familien ziehen ein. So mehr kann ich hier nicht zuordnen. So, was wird mit meinem Anbieterbalken hier? Na, Hauptsache die Bierfässer rollen, ne? Poor quality, you said. Impossible. Anbindebalken, wollte gerade sagen, kann doch nicht so schwer sein. Eins von eins, ist schon wieder belegt. So, Ausbau zu kleinem Stall. So, machen wir hier direkt noch weiter mit weiteren Anbindebalken. Firewood! Feast your eyes on our fine selection, step by up and sample. Look here! Ja, dann nicht mehr so. Okay, jetzt kann erstmal an den Hofstätten weitergebaut werden. Wie sieht es hier mit Upgrades aus? Im Bau, im Bau, im Bau. Stufe 2, Stufe 2, Stufe 1. Was ist mit Stufe 3? Stufe 3 komme ich hier so nicht. So, Lebensmittelstand. Okay, bis da mal die ganzen Holzstämme angekommen sind. Theoretisch könnten wir jetzt auch mal ein paar Bretter verkaufen. Ja, 154 Tage, dann kommen die Räuber. Gave the old ox a handful of month old grain. He spat it in my face and tried to carve me a new nipple. So, Brache, Weizen, Brache. Brache, Flachs, Brache. Brache, Gerste, Brache. So, und hier ist Gersten. Gerste, Gerste, come Weizen. Come one, come all. Gerste. Feast your eyes on our fine selection. Gerste, Weizen. Gerste. Don't be shy, good sirs and ladies. So, Gerste, Weizen, Gerste. So, was ist eigentlich hier? Ist da auch noch so ein Feld? Gerste. Gerste, Weizen, Gerste. So. Schafft ihr, ne? War das überhaupt bepflanzt? Wenn ja, welches Bauernhaus wäre dafür zuständig?
War eigentlich Quatsch, ne? So kann ich das ja leider nicht aufziehen. Das geht ja nur im Kreis. Und dann würden sich die Zuständigkeitsbereiche überschneiden. Oder habe ich das hier unten mit reingenommen? Ne, wahrscheinlich ist das Quatsch, das Feld da. Naja, ist egal. Schon mal, wo ich die Truppen gleich sammle. Fehlende Rekruten. Gut, ist am Ende nicht so dramatisch, hoffe ich. So, aber hier ist zu wenig Platz zum Sammeln. Da müssen wir mal gucken, wenn ich jetzt sammeln sagen würde, ne? Hier gingen zumindest einige zu sammeln. Du kannst die halt weder auf dem Feld noch auf. Also, dass es auf dem Marktplatz nicht geht, finde ich doof. Alles andere verstehe ich noch so ungefähr, obwohl auf Feldern eigentlich auch nicht. Letztendlich drüber laufen können sie, ja. Allerdings können sie sich hier sammeln. Hier ist Platz. Die Frage ist, von wo kommen die Räuber, ne? Wenn sie von da oben kommen, bis ich da bin. Wenn sie wieder von hier unten kommen, naja. Ja, von wo kommen die Räuber? Hier unten ist ein Banditenlager. Hier ist keins. Hier ist keins. Hier ist keins. Ach, guck mal, wahrscheinlich. Na gut, hier sind welche. Also die können im Grunde nur von unten irgendwo kommen. Also wahrscheinlich ist dann hier der Wald gar nicht schlecht hier. Okay, hoffentlich merke ich mir das bis da, wo es soweit ist. Ja, Nahrung ist mittlerweile immer knapp. Obwohl ich nicht verstehe. Da jetzt wird in der Mühle gearbeitet. So, Gebäudeerweiterung ist abgeschlossen zu kleinem Stall. Jetzt müssten hier noch zwei weitere Anbindebalken gebaut werden. So, weitere Familienmitglieder ziehen ein. Neues Gebäude, Bekleidungsstand. Wo kommt der denn jetzt plötzlich her? So, wie sieht es mit den Upgrades aus hier? Ja, sind im Bau. Leather, perfect for boots, belts and well anything. Hat er Boots gesagt oder was anderes? Meine Güte. Der Dachs wieder, was? So. Don't be shy, good sirs and ladies. Cheating him? Never. Perhaps he simply does not know how to cook properly. So, verschiedene Gebäude, Stufe 2. Das hier unten ist allerdings noch ein Bau. So, aber könnten wir. Firewood! Ne, hier haben wir das Thema Lebensmittelstand, was nicht passt. Der Bildstock ist fertig geworden, also hier geht's hin, hier kommen wir nicht weiter. Auch hier kommen wir nicht weiter. Fürs Erste. Obwohl, die sind ja nun direkt hier am Marktplatz, aber das ist natürlich eine große Fläche bis zu den Marktständen. Ich kann schlecht einordnen, wo genau das Problem liegt, leider. So, genug ausgebaut zur Stufe 2 hätte ich aber noch 8.
zu Stufe 3 zu bekommen. Puh. Come one, come all. Feast your eyes on our fine bread. Selection. Freshly baked, still warm from the oven. Firewood. Oder sie kommen nicht an den Markt dran, ne? Doch, hier ist ein Weg. Ich könnte natürlich hier noch einen Weg hinbauen. Ob das irgendetwas besser macht, weiß ich allerdings nicht. Wie sieht es hier mit Upgrades aus? Habe ich mir auch nicht gedacht, dass das geht. Na, wegen der Entfernung. Und es kann nur die Entfernung zum Markt sein. Ich wüsste sonst nicht. So, wir könnten die Familien hier noch zusätzliche Dinge tun lassen. Wir haben ja hier noch Dinge, wo überhaupt nichts passiert. So, Brauerei, Schusterwerkstatt, Bognerwerkstatt, Tischlerei. So, hier ist nichts. Ich würde ja gerne noch mal hier Gemüse, Hühner, Ziegen noch mal machen in der Reihenfolge. Also, Gemüse, Hühner, Ziegen. Das können wir eigentlich auch nochmal machen, ne? Schneiderei haben wir schon eine, oder? Schneiderei. Step right up and set. Da haben wir eine Schneiderei. Well. Perhaps it was simply a bad bet. Ja, vielleicht machen wir das hier einfach nochmal. So. Möhren, Hühner, Ziegen. Hmm. Time to find a good tree. So. Macht was draus. Vielleicht bekommen wir auch so noch ein bisschen die Nöte der Bewohner in den Griff. Ja, der Entwickler überlegt ja aktuell, ne, ob was er noch für andere Kühe reinbringen soll. Ne? Schweine oder Kühe oder sonst irgendwie was. Und er sagt, nur so rein aus designtechnischer Sicht sollte man das Spiel nicht unnötig kompliziert machen, indem man möglichst viele Tiere zum Beispiel drin hat, sondern es, wenn Tiere sind, zu denen es unterschiedliche Spielmechaniken gibt. Da gibt es auch eine interessante Diskussion, ob das eigene dann eigene Weiden und eigene Bewirtschaftungsgebäude sein sollen oder ob das sich um Tiere handelt, die im Mittelalter tatsächlich zu Hause gehalten wurden, in kleineren Mengen. Also ob man es dann so einbaut wie hier diese Hinterhofgeschichten hier oder eben doch anders. Das könnte durchaus nochmal spannend werden. So, ein Anbindebalken ist fertig geworden. Wo? Hat er nicht gerade was vom Anbindebalken? Hab ich drei Stück gebaut? Wo ist denn der dritte? Kleiner Stall, kleiner Stall. These things do happen from time to time. Don't be shy, good sirs and ladies. Cheat, come one, come all. Feast your eyes on our fine selection. Komisch. Oder war das schon im vorauseilenden Gehorsam, so nach dem Motto? Gleich ist der Anbindebalken fertig. Ist er wieder? Anbindebalken fertig. Ah ja, hier. So, zu kleinem Stall ausbauen. Ausbau zu kleinem Stall. So, können wir dann schon nachbestellen. Jawohl, her mit den Ochsen. Alles wird besser mit Ochsen. Ochsen und Knechten. So, wie sieht's hier aus? Hier, die machen ja auch alle nix, ne? Oh,
Dann machen wir hier oben noch mal zwei Apfelgärten. So, und dann machen wir hier noch mal zweimal Möhren. Zweimal Hühner. Wo habe ich denn das mit den Hühnern jetzt ausgewählt? Mal Äpfel. Oh, geh mal aus dem Weg. Äpfel, Äpfel. Möhren, Möhren. Poor quality, he said. Impossible. Ach, hier wird noch gebaut. Weg da. Don't be shy, good sirs and ladies. So, hier ist es schon. Hühner. Hühner. Ziegen. Ziegen. So, und jetzt gucken wir erstmal, wie sich das entwickelt. Das hätte ich schon früher machen sollen. Es gibt immer irgendwas, an das man nicht denkt. Obwohl letztendlich, so insgesamt finde ich schon, dass sich die Komplexität des Spiels noch so... Ja, dass es noch einigermaßen übersichtlich ist. Auch wenn man nicht so viel erklärt bekommt. Aber vielleicht ist das gerade auch ein bisschen mit das Gute hier. Wenn ich another winter in Albrecht's barn, I like to freeze my balls off. So, die Lager sind leer. Die Lager sind auch leer. Ach, guck mal, wir haben Kräuter. Auf Lager. Ich will mit Kräutern noch irgendwas machen? Keine Ahnung. Gebrauchsgüter. Die gehen dann wahrscheinlich auch über den Markt direkt raus und kommen mit in die Karottensuppe oder so. Okay, lassen wir die Stadt sich mal ein bisschen entwickeln hier in höherem Tempo. Sind fertig. Wir haben Äpfel, wir haben Brot, wir haben Fleisch. Na, immer nur wenig auf Vorrat. Also mit dem Frieren, keine Ahnung. Oder haben die zu wenig Klamotten? Mäntel, Kleidung, Kerzen, Schuhe. Was bräuchten die denn? Mäntel, Kleidung, Kerzen, Schuhe. Was bräuchte denn zum Beispiel die Schneiderei? Haben wir denn Stoffe und sowas? Kornmehl. Ja, heute. Heute könnten wir vielleicht mal welche kaufen. Und wir könnten hier mal wieder den Bogner und den Tischler arbeiten lassen. So, wo sind die? Der Bogner. Und der Tischler. Ach! Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Produktionsfokus. So, Holzteile. Große Schilde, kleine Schilde. Okay. So, dann, was ist mit unserer Schmiede? Hat als Produktionsfokus
Seitenwaffen. Braucht dafür Eisenbarren. Oder gehen die alle hier zum Dorfschmied? Habe ich das vorher einfach noch nicht gesehen? Ich weiß, dass ich dran gedacht und geguckt habe. Guck mal einer an hier. Bei der Schmiede kannst du das nicht einstellen. Die macht scheinbar immer Werkzeuge. Da war's beim Schuster. Schneiderei. Gambesons. Leinen, Mäntel. Könnte man noch mehrere Schneidereien aufmachen, ne? Die unterschiedlichen Produktionsfokus haben. Okay, legen wir mal den Fokus auf ganz normale Kleidung. Und importieren mal Leinen und Felle und alles Mögliche. Also, Handel, Handwerksmaterial, Häute. So, müssen immer 10 mindestens auf Lager sein. So, Holzteile, was macht man denn aus Holzteilen? So, Leinen, Import. Immer mindestens 10 auf Lager. So, Eisenerz mehr. So, da müsste ich mal gucken bei dem Rennofen. Die kommen ja gar nicht vorwärts hier. Rennofen, Brennofen. Bis da mal vorwärts geht, ne? Ich weiß nicht, ob es was hilft, wenn ich jetzt hier mal Leute dazu packe. Brennofen, Rennofen. Und die verbrauchen natürlich auch alle ordentlich Brennstoff. Gib mal Gas hier. Räuber in der Nähe, ich weiß. Sollen wir schon das Geld im Auge behalten hier? Städten fertig. Ich kann die Priorität ruhig mal runtersetzen hier. Can I stay with this drink? So, hier haben wir Hofstätten Stufe 2, die sich aber auch nicht ausbauen lassen auf Stufe 3. Obwohl hier der Markt gleich dran grenzt. Es kann natürlich auch ein Problem mit der Marktgröße sein. Wenn ich den Marktplatz jetzt abreiße, ist das wahrscheinlich nicht so, auch nicht so optimal. Weil dann wird ja erstmal eine ganze Weile überhaupt nichts verteilt. Mal schauen. Ja, und die Bedürfnisse der Bewohner nehmen zu. Das kommt noch mit dazu. Aber wir können ja mal einen Test machen. Ich kann ja mal eine Hofstätte hier reinbauen, hier in diesen Zirkel. Oder ist das zu klein? So, und die geht mal auf höchste Baupriorität. Da will ich mal gucken,
ob man die dann gleich ohne Problem upgraden kann. Die ist ja direkt hier am Markt. The finest hides in all the land. Das wüsste ich gerne. Winter in Jahr 6. Ach ja, es ist Jahr 6. Ach Jahre. Liebe Grüße an Tascha an dieser Stelle. So. You'll not find finer wares anywhere else. Das Ding ist fertig, lässt es sofort upgraden. Wahrscheinlich direkt danach nochmal upgraden. Wenn das so ist. Na, hier kriegen wir noch zwei hin. Das reicht aber trotzdem nicht. Ja, uns fällt da schon was ein. Wobei es da letztendlich auch nicht mehr drauf ankommt, ob wir jetzt den Sprung von der mittleren Stadt zur großen Stadt machen oder nicht. Was nach dem Winter kommt, ist uns allen klar. Nach dem Winter kommen die Räuber. In guten 2 Monaten. Das wird dann wahrscheinlich das Thema sein, dem wir uns in der nächsten Folge widmen müssen. Gehe ich von aus, so ist es schon wieder Januar. Den Leuten geht es im Grunde gut. Es haben auch neue Marktstände aufgemacht. Vielleicht kann ich ja doch nochmal irgendwas upgraden hier. Naja, die Bedürfnisse steigen. Ich weiß. Nee, lässt sich nicht auf Stufe 3 upgraden. Okay, Taverne ist klar, aber hier Lebensmittelstand. Okay, wir machen jetzt mal nochmal radikalere Maßnahmen. Naja, radikal ist relativ. Ich sorge einfach für noch mehr Lebensmittelvarianten. So, wir importieren Fleisch. Brot muss immer auf einem Minimum sein. Eier haben wir. Gemüse haben wir, Äpfel werden importiert. Demnächst werden wir welche selber haben. Jetzt importieren wir auch noch Honig. Komm. So, was noch? Gebrauchsgüter. Mäntel, Schuhe, Kleidung. Mäntel, Schuhe, Kleidung. Import, Import, Import. So, brauchen wir mindestens 10 auf Lager. Kerzen. So, vielleicht hilft das auch was dagegen, dass es den Leuten kalt ist und sorgt dafür, dass sie sich insgesamt wohler fühlen. Wahrscheinlich werden sie sich auch wohler fühlen, wenn wir die Räuber abwehren können. Also wie gesagt, ich denke, hier unten wäre vielleicht kein schlechtes Aufmarschgebiet.
und Bekleidungsstände werden fertig. Okay, hilft beim Upgrade nichts. Wie sieht es denn mit Brettern aus? Sind schon wieder einige verbraucht worden. Wahrscheinlich wieder beim Bogner und beim... Was haben wir denn bei der Schmiede? Also der Bogner. Wo ist der Bogner? Da hinten irgendwo, ne? Bogner und Tischler. Den Tischler können wir mal umstellen. Ach, eigentlich brauchen wir den auf gar nichts umstellen. Brauchen wir den überhaupt aktuell? Eigentlich nicht, ne? Tischler aus. Bogner aus. Okay. Gut. Ja, wie es denn dann mit der Stadt weitergeht und wie wir uns gegen den Räuberangriff zur Wehr setzen, das erleben wir dann voraussichtlich gemeinsam in der nächsten Folge. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.